Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Video dieses Trading Adventskalenders. Mein Name ist Daniel und ich wünsche euch einen wunderschönen 15. Dezember. Und im heutigen Video wollen wir uns mit der Frage befassen, ob wir das Zyklus-Top bereits gesehen haben, ob wir das Hoch beim Bitcoin und bei sämtlichen Altcoins bereits ausgebaut haben und ob wir jetzt in einen zweijährigen Bärenmarkt schlittern. Und diesbezüglich möchte ich euch, weil wir uns im Trading Adventskalender befinden, ein paar Indikatoren vorstellen, die ein solches Zyklus-Top voraussagen können. Und um das Ganze natürlich auch interessant zu machen für diejenigen von euch, die vielleicht nicht nur an den Indikatoren interessiert sind, möchte ich das Ganze anhand des Bitcoin-Preises mit euch durchbesprechen. Und anhand dessen können wir dann beurteilen, ob wir bereits das Zyklus-Top dieses Bullruns gesehen haben oder nicht. Deswegen würde ich sagen, beginnen wir hier gleich mal beim ersten Indikator. Und zwar befinden wir uns hier auf der Seite Look into Bitcoin. Das ist keine Partnerschaft und auch keine bezahlte Kooperation. Ich möchte euch das Ganze natürlich trotzdem sehr, sehr gerne verlinken. Link hierzu findet ihr in der Videobeschreibung unter dem Video. Und zwar seht ihr hier rechts oben, wenn ihr auf Charts klickt, die verschiedenen Charts, die diese Website eben anzeigen kann. Und dabei handelt es sich fast ausschließlich um Indikatoren, die eben speziell für die langen Zeitspannen gedacht sind, beziehungsweise die dafür gedacht sind, um eben einen Zyklus-Top voraussagen zu können. Und diesbezüglich möchte ich hier erstmal mit dem 2-Year Moving Average Multiplier beginnen. Und das ist ebenfalls eine der vielen Charts, die ihr hier auf dieser Website finden könnt. Und zwar können wir hier sehen, dass wir zwei Linien auf dem Chart haben, eine grüne, eine rote. Und zwar handelt es sich dabei einmal um die 2-Jahres-Moving Average, also ihr könnt hier sehen, die 730-Tages-Moving Average. Eine Moving Average ist der Bewegungsdurchschnitt, das habe ich euch ja bereits in früheren Videos dieser Serie erklärt. Und die zweite Linie ist ebenfalls die 2-Jahres-Moving Average, also die 730-Tages-Moving Average, multipliziert mit der Zahl 5. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal auf diesem Chart an und wir können sehr einfach sehen, dass sich der Preis hier meistens zwischen der roten und der grünen Linie befindet. Und nur selten gibt es eben auch Momente, wo wir hier oben über die rote Linie drüber kommen oder auch hier unten über die grüne. Wenn wir mal darauf achten, wann das eben jeweils der Fall war, dann fällt uns auf, wenn wir mal hier unten auf die Jahreszahl schauen, die uns eben auch hier angegeben ist, dass es sich bei den Bereichen, wo wir über die rote Linie hinausgestiegen sind, also diese Bereiche, die hier im Chart rot hinterlegt sind, um die absoluten Zyklus-Tops gehandelt hat und wir, nachdem wir hier oben drüber gekommen sind, massiv abverkauft haben und in einen etwa zweijährigen Bärenmarkt übergegangen sind. Und an der Stelle, wo wir dann unter die grüne Linie drunter gekommen sind, haben wir dann einen absoluten Boden dieses Bärenmarktes geformt und haben uns seitdem eben nur mehr nach oben bewegt. Und wir können sehen, dass das ganz klar bei allen drei großen Bullruns, die wir hatten, einmal 2011, einmal 2014 und einmal 2018 der Fall war und diese Zyklus-Tops jeweils immer korrekt angezeigt wurden. Um eben jetzt zum aktuellen Bitcoin-Preis überzugehen, haben wir es hier, wie ihr sehen könnt, noch nicht ein einziges Mal in diesem Bullrun geschafft, über diese rote Linie anzusteigen. Das bedeutet, wir haben laut diesem Indikator hier noch nicht einmal die Anzeichen gemacht, hier eben ein solches Zyklus-Top auszubilden. Gehen wir damit gleich über zum nächsten Indikator. Und zwar befinden wir uns hier auf dem Logarithmic-Chart vom Bitcoin-Preis. Und wie ihr hier sehen könnt, ist es möglich, hier auf diesem Logarithmic-Chart solche gelben Linien zu ziehen, in denen sich der Preis bis auf eine kleine kurze Ausnahme hier im April 2020 bewegt hat. Und wir können sehen, immer wenn wir eben an die obere gelbe Linie herangelaufen sind, haben wir eben ein absolutes Zyklus-Top ausgebaut und dieser Indikator hat es uns sogar im Jahr 2013 richtig angezeigt, dass es sich hier eben beim ersten Zyklus-Top bloß um eine Double Bubble gehandelt hat und wir eben nochmal ein höheres All-Time-High sehen werden, was dann im Endeffekt auch genauso passiert ist. Jedes Mal, wenn wir die untere Linie berührt haben, haben wir hier eben einen Boden gefunden, mit der kleinen Ausnahme, wie zuvor erwähnt, wo wir eben einmal kurz drunter durchgefallen sind, aber direkt wieder aufgekauft wurden und uns weiterhin in diesem Zielbereich bewegt haben. Auch hier können wir sehen, dass wir die obere Linie absolut noch nicht berührt haben und auch hier ist weiterhin davon auszugehen, dass wir eben nochmal weiter hochkommen werden. Und laut diesem Indikator sollte das Preisziel hier etwa bei 160.000 US-Dollar liegen. Es könnte jedoch sein, dass sich die Korrektur, die wir aktuell sehen, noch ein paar Wochen in die Länge ziehen wird und wir demzufolge etwas später auf dieses obere Band treffen werden und demzufolge könnten auch etwas höhere Preisziele möglich sein, laut diesem Indikator. Schauen wir uns den nächsten Indikator an und das ist meiner Meinung nach einer der interessantesten davon, denn er weist eine erstaunliche Präzision auf. Und zwar handelt es sich hier um den Pi Cycle Top Indicator. So ist das einmal die 350-Tages-Moving-Average mal 2 und einmal die 111er-Moving-Average. Und diese zwei Linien sind hier einmal in grün und einmal in gelb abgebildet. Und der erstaunliche Fakt über diesen Pi Cycle Indikator ist eben, dass jedes Mal, wenn sich diese zwei Linien nach oben hin durchkreuzt haben, das bedeutet, jedes Mal, wenn die orangene Linie über die grüne Linie drüber angestiegen ist, haben wir danach das absolute Zyklus-Top innerhalb von 3 Tagen gesehen.
Ich möchte sie einmal kurz durchgehen. So viele Zyklustops haben wir bis jetzt ja nicht gesehen. Und zwar war das einmal hier im April 2013. Wir sind gekreuzt und 3 Tage später haben wir hier das Zyklustop ausgebaut. Anschließend ein zweites Mal in diesem Bullrun, wo wir hier gekreuzt sind und innerhalb von 3 Tagen das High ausgebaut haben. Das nächste ist das Ganze dann hier im Jahr 2018 passiert, wo wir dann auch innerhalb von 3 Tagen das absolute Zyklustop des letzten Bullruns ausgebaut haben. Und ein weiteres Mal hat es hier einen Berührpunkt gegeben, und zwar war das im Frühjahr 2021, wo wir dann ebenfalls 3 Tage danach das All-Time High von 64.000 US-Dollar gesehen haben, das dann über den Sommer lang gehalten hat. Nach der monatelangen Korrektur über den Sommer haben wir dann jedoch im November ein neues All-Time-High geformt und das lässt für mich darauf schließen, dass wir eben diesen Zyklus ebenfalls, so wie im Jahr 2014, ein zweites Mal noch so ein Top laut diesem Pi-Cycle-Top-Indikator sehen werden. Der letzte Indikator, den ich euch hier noch vorstellen möchte, ist der sogenannte Realized HODL Ratio Indicator, und zwar seht ihr hier einmal in Blau den Bitcoin-Preis und in Rot eben diesen Realized HODL Ratio Indicator. Und wir haben hier oben einmal einen roten Bereich, in der Mitte einen weißen Bereich und hier unten einen grünen Bereich. Und dieser Indikator zeigt ebenfalls an, wann wir uns in einem massiv überkauften Territorium befinden. Und zwar ist das jedes Mal der Fall, wenn diese rote Indikatorenlinie in diesen roten Bereich nach oben durchkommt. Wir können hier sehen, beim ersten Mal, wo das passiert ist, haben wir das absolute Zyklustop gesehen. Genauso wie beim zweiten Mal. Dieser Indikator ist ebenfalls präzise genug gewesen, um eben nicht auf dieses erste kleine Fakeout, dieses erste kleine Zyklustop hier reinzufallen, und hat das Zyklustop-Signal wirklich erst wahrheitsgemäß beim absoluten All-Time-High dieses Bullruns geflasht. Umgekehrt ist es natürlich genau dasselbe, wenn wir hier unten in diesen grünen Bereich reinfallen, dann haben wir es hier eben mit einem massiv überverkauften Bereich zu tun. Das bedeutet, in diesem Bereich könnte es sich um die Bodenbildung des Bärenmarktes handeln. Exakt das haben wir eben hier, so wie hier und auch hier gesehen. Und auch hier beim letzten Zyklustop 2018 sind wir hier auch in den roten Bereich reingekommen und haben auch hier das Zyklustop gesehen. Im aktuellen Bullrun ist die rote Linie, wie ihr sehen könnt, noch nicht ein einziges Mal kurz in diesen roten Bereich reingekommen. Das bedeutet, auch nach dem HODL Ratio Indicator ist noch absolut kein Zyklustop in Sicht gewesen und deswegen können wir auch hier noch von weiter steigenden Kursen ausgehen, auch wenn wir jetzt hier nochmal kurzfristig eine Korrektur erleben werden. Ich möchte jetzt hier noch einmal ganz kurz auf den Bitcoin Logarithmic Growth Chart zurückkommen, denn was ich ebenfalls jetzt noch erwähnen möchte, und zwar nicht nur zum Bitcoin Logarithmic Growth Chart, denn was man hier sehr, sehr schön sieht am Verlauf des Bitcoin-Preises ist, dass jedes Mal, wenn wir hier so einen Zyklustop ausgebildet haben, wir ein massives Blow-Off-Top gesehen haben. Das bedeutet, dass der Preis hier massiv durch die Decke gegangen ist und dann mit einer absoluten Spitze hier rasant wieder nach unten abverkauft hat. Genau das gleiche haben wir sowohl hier bei diesem ersten kleinen Zyklustop als auch bei dem zweiten All-Time-High des Bullruns 2014 gesehen. Und genauso hat sich das Ganze dann eben auch 2018 verhalten beim absoluten Zyklustop des letzten Bullruns. Wenn wir uns hier ausschauen, wie die aktuelle Formation des Bitcoin-Preises aussieht, können wir solch eine spitze Form, wie wir es sonst jedes Mal gesehen haben, noch absolut nicht erkennen. Und deswegen ist auch anhand der Form dieses vermeintlichen Tops davon auszugehen, dass der Kurs nochmal stärker nach oben kommen wird. Außerdem könnt ihr hier unten auf diesem Chart so eine Anzeige sehen, die eben von der Zahl 0 bis zur Zahl 1 geht. Und jedes Mal, wenn die rote Linie hier oben auf der Zahl 1 angekommen ist, haben wir eben zeitgleich einen Zyklustop ausgebaut. Das Ganze hat tatsächlich jedes einzige Mal auf dem Tag genau gestimmt und bis jetzt haben wir eben so einen Höhepunkt noch nicht ausgebaut. Und deswegen gehe ich zum aktuellen Zeitpunkt eben auch so stark davon aus, dass dieser Bullrun eben noch weitergehen wird. Auch wenn es momentan sehr, sehr bärisch aussieht und ich in der kurzen und in der mittleren Frist davon ausgehe, dass wir nochmal etwas stärker zurückkommen werden, gehe ich trotzdem noch aufgrund dieser Indikatoren davon aus, dass wir innerhalb der nächsten Monate eben noch ein solches Zyklustop ausbauen werden, auch wenn wir zwischenzeitlich nochmal etwas stärker zurückkommen. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen und ich hoffe auch, ich habe diese Indikatoren gut erklärt. Ich hoffe, ihr könnt mit den Sachen, die ich euch dazu gesagt habe, selbstständig arbeiten und euch eben jetzt auch eigenständig ein Bild darüber machen, in welchem Stadium des Bullruns wir uns eben aktuell befinden. Wenn euch das heutige Video einen Mehrwert gegeben hat, dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr dem Ganzen ein Like da lasst. Danke auch, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.